Hallo ihr Hübschen, ich nochmal. Ich meine, heute ist Montag und ich habe ja gesagt, ich mache eine Pause, weil es mich so erdrückt hat, diese Nachrichten, die ich die letzten Wochen und Tage bekommen habe. Entweder bei YouTube oder Facebook oder wo auch immer mich jemand angeschrieben hat und gesagt hat, ja oder irgendwas kam da halt. Und nicht nur das, sondern auch diese ganze Sache mit diesen, wie ich gesagt habe, dass ich nur warten kann, bis die Anträge bearbeitet, verarbeitet sind und sonst was. Und ich denke mir, naja, was soll man machen? Ich meine, was kann ich sonst noch machen, außer warten und außer vielleicht doch nochmal ein Video machen und euch berichten, wie schönes Wochenende ich doch hatte. Ich meine, ich habe was Neues. Ja, ich meine, auch wenn wir gerade, also ich meine, wenn ich auch gerade nicht so viel Geld habe. Ich meine, mein Schatzi und ich, wir waren einfach shoppen. Wir haben es doch knallen lassen. Ich gebe es zu und ich möchte sagen dazu, es hat gut getan, ja. Aber andererseits habe ich gedacht, oh, wo kriegen wir jetzt das ganze Geld her? Aber ich meine, es war ja so ein Winterschlussverkauf oder so. Also es war alles so schon günstiger. Und es hat mich so angestrahlt. Ja, ich meine, auch diese Farbe hier. Also es hat mich so angelacht und ich habe gesagt, Schatzi, guck mal, das Pink, also pink, rosa, also so voll mädchenhaft. Und er hat dann gesagt, ah nein, ich nicht so grell und so. Und dann hat sie mir das trotzdem dann gekauft und hat gesagt, nimm mit. Er hat sich dann auch, ich weiß nicht, wie viel T-Shirt hat er sich eingesteckt, weil das so, ja, man braucht ja auch mal was Neues und muss mal ein bisschen vernünftiger aussehen. Und ich habe dann gesagt, also wir waren 5 Minuten vor dem der Laden zugemacht hat, ja, waren wir sozusagen noch shoppen, hatten die Hunde mit, also es war nach dem Gassi-Runde und waren dann einfach so bei Taco und dann einmal husch husch, einmal irgendwelche Sachen geschnappt und das hat Spaß gemacht irgendwie. Und dann habe ich noch gesagt, wo ich dann immer, ich hatte noch nach Oberteilen geguckt und ich hätte sich auch eine Hose mir aussuchen können, weil ich habe ja nur noch 2 Hosen, die passen und die noch heile sind. In Anführungsstrichen. Und da habe ich ihm gesagt, ja, eigentlich bräuchte ich ja noch eine Hose, ne? Also eine Hose eigentlich. Aber mir hatten die Oberteile mir also gut getan. Und das Beste, ich habe mir auch so einen kuscheligen, wuscheligen Pullover doch mitgenommen. Den kann ich euch dann demnächst mal zeigen, weil der ist ein bisschen dunkler, das ist dunkelblau. Und den habe ich jetzt letztens, also den habe ich heute noch mal gewaschen, weil er ist ein bisschen, habe ich ein bisschen dreckig gemacht, leider. Beim Essen kochen. Chico, setz ihn, jetzt ist aber genug. Mein Hund ist wieder hier am Rumjaulen. Ich darf hier nicht berichten und mit euch mich unterhalten. Der Hund ist eifersüchtig auf euch. Oh, auf jeden Fall habe ich halt, waren wir halt shoppen, so. Und wie gesagt, mache weiter. Ich räume gerade Schränke aus und jetzt das nächste Woche. Jetzt hör mal auf mit dem Blödsinn hier. Ist dann Sperrmüll und da kommt noch einiges weg. Und dann mache ich nächste Woche, wenn ich das alles geschafft habe, mal noch so eine neue Roomtour. Also so eine Rundtour von der Wohnung hier. Dass ich halt, dass ihr auch sehen könnt, ich habe einiges gemacht und geschafft. Und dann zeige ich euch auch meine Wunschwand, wie auch immer. Ach ja, und da muss ich euch noch sagen, ich habe 2 Freikarten gewonnen. Ich meine, ich bin total in eine, ich gewinne zurzeit so, ich meine, ich mache keine, also eigentlich, also ich mache eigentlich bei keinem Preisausschreiben oder so mit. Also das habe ich sowieso immer irgendwie so, mit 14 habe ich die Lottozahlen so in mir gab. Ich habe meine Mutter den Lottoschein gegeben und gesagt, für diesen Samstag musst du jetzt diese Zahlen ankreuzen und tippen. Ja, das sind die 6 richtigen, habe ich ihr gesagt. Ja, und dann, ich glaube, Sonntag oder Montag habe ich sie dann gefragt, Mama, hast du denn auch Samstag getippt? Da haben wir dann die Lottozahlen, also diesen Schein, also ich meine diese Zahlen und diese Lottozahlen, die dann gezogen worden sind, verglichen, ja. Und das waren die 6 richtigen. Also wir hätten, also meine Mutter hätte einiges gewonnen. Ja, und dann hat sie aber nicht getippt. Sie hat es vergessen. Ich habe ihr das die ganze Zeit gesagt, weil ich konnte ja, also man darf ja mit 14 noch keinen Lottoschein ausfüllen, ne? Und dann hat sie das nicht getippt und hat sich beschwert bei mir und hat nur gesagt, wenn du noch mal die Lottozahlen weißt, ne, dann sag mir Bescheid, ich tipp die dann. Also ich tipp die dann. Und dann habe ich gesagt, Mama, nee, das geht so nicht. Also, das war das einzigste Mal und das letzte sozusagen. Weil, keine Ahnung,
wie das passiert ist, warum ich so gedacht habe, dass diese Zahlen werden diesen Samstag gezogen. Naja, keine Ahnung, auf jeden Fall war das so. Und ich habe letztes Jahr zu Weihnachten von meinem Schatzi so ein Rubbellos geschenkt bekommen, ja. Also er hatte eins und ich. So, er hat sich zwei, also hat für uns zwei eingekauft, ja, so für jeden. Und ich habe dieses Rubbellos gehabt und habe es aufgerubbelt. Also beim Aufrubbeln habe ich gesagt, gewinne, 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 gewinne. Ich wollte aber, also das war nur so, ne? Gewinne, gewinne, rubbel das so schön auf und dann gucken wir so, oh, 10 Euro habe ich gewonnen, ne? Also 10 Euro eigentlich. Dann habe ich das fotografiert und auf eine Facebook-Gruppe hochgeladen und dann haben die alle geguckt und gesagt, 20 Euro. Ich so, naja gut. Dann habe ich den dann halt weggebracht und also habe das ausgelöst, so. Das waren wirklich 20 Euro erstens, so. Das war mein erster Gewinn, so zu Weihnachten. So, und dann war ich ja bei dem K&K-Cup, ne? Ich habe da ja schon, das war vor letzte Woche, also vor 2-3 Wochenenden, ne? Da habe ich ja auch ein Video hochgeladen. So, da habe ich halt einfach auch mal so ein Preisausschreiben mitgemacht, so, einfach irgendwas ausgefüllt, weil ich gedacht habe, naja, das kann man ja mal machen, ne? Und habe mir so gedacht, ja, wenn ich jetzt dafür was gewinne, also ich meine, das war für Pferde so und ich habe eigentlich gar kein eigenes Pferd, aber ich habe nur so gedacht an andere Pferde, also an Freundinnen, also eine Freundin, die Pferde hat zwei und dass ich dann wieder zu Pferden komme und die Pferde dann wieder sehe und so, habe ich gedacht, wenn ich dann mal ein bisschen Futter gewinne oder sonst was, dann kann ich da ja hinfahren und das bringen, so. Habe ich so gedacht, so, vor ein paar Wochen. Und dann was habe ich? Ich weiß gar nicht mehr, wann. Ich glaube, letzte Woche war ich an meinem Postfach und habe dann die Post geholt. Und da war doch ein Gutschein drin für 1 Kilo Bananensticks von Derby. Also ich habe was gewonnen. Ich habe also vom K&K Cup Bananensticks für Pferde von Derby gewonnen. Juhu! Ja, und dann mache ich so einfach so immer so schön. So mache ich auch Werbung bei Facebook für so einen Buchverlag, ja. Und denk mir auch nichts dabei mit meinen Kommentaren und meinen Herzchen und meinen Engelchen und sonst was. Und dann schrieben die mich gerade heute Morgen an, so, herzlichen Glückwunsch, Anja Herwig, Sie haben zwei Freikarten gewonnen für Darmstadt, für die Messe, also für diese Verlagsmesse. So, wow! Ich bin hier rum, ich saß hier so und so rumgeschrien. Ich habe so gesagt, oh yeah. Und jetzt kriege ich die, also die haben mich nach einer Adresse gefragt, die haben die jetzt schon wohl abgeschickt. Uhu, ja, die zeige ich euch dann auch die nächsten Tage. Und ja, diese Veranstaltung ist vom 16.02. bis zum 18.02. Und mein Schatzi ist am 17.02. bei einem Konzert von Santiano. Also kann er auch nicht mit. Und meine Freundin habe ich auch schon gefragt. Und die andere, die eigentlich mitkommen wollte, also wo wir darüber, also ich wollte da sowieso hin, so, ja. Also ich meine, ich hatte so gedacht, ich wollte da hin und habe gedacht, ach nein, ich fahre doch nicht hin, weil ich ja kein Geld habe, Leute. Und dann habe ich die eine angeschrieben, womit ich halt eigentlich fahren wollte. Und sie schreibt so, ja, ne, ich habe Wochenenddienst, ich muss arbeiten. Toll. Und dann die andere, die ich auch angeschrieben habe, die hat das gleiche Problem, also nicht das gleiche Problem, sondern sagt so, ja, wir haben da Einladung und ich muss arbeiten und so. Und habe ich gesagt, ja, dann eben nicht. Dann eben nicht, also ich weiß nicht, also vielleicht möchte ja jemand anderes von euch mitkommen, der so in der Nähe wohnt hier, dann nehme ich den mit. So, ansonsten habe ich mir gedacht, wenn ich dann jemanden vor der Messe so treffe, die vielleicht eine Karte noch kaufen möchte, kann mit mir da reingehen. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie ich das mache oder was ich damit mache. Oder wie überhaupt, was, wie auch immer. Auf jeden Fall warte ich erstmal auf die zwei Karten. Ich habe also jetzt zwei Karten noch gewonnen. Yeah, klasse. Jetzt bin ich auf der Gewinnerliste. So, mal gucken, was ich demnächst noch gewinne. Ich habe gedacht, jetzt, ey, ich fange jetzt demnächst an und mache nur noch Preisausschreiben und gewinne die ganzen Sachen, die Hauptgewinn. So, ja. Ich meine, früher als Kind habe ich ja auch, also ich meine, diese Kirmeslose, ne, gibt es ja heute auch noch, ne? Aber die Sachen habe ich nicht mehr. Also ich habe da so einen riesen Elefanten damals gewonnen. Und überhaupt auch so ein... Also meine Eltern haben ja die Lose gekauft, ja, und ich habe die gezogen als Kind, ne? Und dann gab es da einen riesen Elefanten. Also ich habe einiges gewonnen, ja, und dann diese Tiger, so ein
Tiger. Ja, irgend so ein weiß gestreiften Tiger. Hatte ich auch, also ich meine, der ist aber irgendwann kaputt gegangen. Ich meine, das habe ich, diesen Tiger, das war so ein großes Ding, habe ich immer mit ins Bett genommen und dann ist irgendwann die Naht da oben aufgegangen, musste ich dann zwischendurch nähen, aber naja, platt gelegen. Das Ding ist auch, also die Teddys sind auch schon lange weg, aber das sind so Erinnerungen, wo ich gesagt habe, ja geil. Also, ich habe schon 3 Sachen gewonnen, Leute. Alle guten Dinge sind 3, yeah. Ich freue mich schon, ich freue mich so. So, also deswegen habe ich gesagt, ich berichte euch davon mal, also nicht nur mal, sondern... Ich bin jetzt so außer Puste von dem ganzen Gerede, weil mich das so gefreut, also das, weil mich das so freut, ich meine, ich habe mir das gewünscht. Also das war so, mit diesen Freikarten, nicht nur mit Freikarten, sondern mit diesen, als ich auf diese Messe wollte. Also ich habe so mir gesagt, so zu dem Universum so, also ich würde ja gerne dahin fahren, nicht so gerne, sondern ich hatte so gedacht, so, oh, wenn ich jetzt mein Tour-Wohnmobil hätte, ne, oder habe, ja, habe, dann kann man einfach irgendwo hinfahren zu irgendwelchen Konzerten oder zu irgendwelchen Veranstaltungen oder Messen oder irgendwo hin, wo man gerne hin möchte. Einfach so irgendwie, so, ne? Man macht es einfach so. So mache ich das eigentlich immer. Also ich meine, früher habe ich das sowieso mehr gemacht. Ich meine, ich hatte ein Renault Kangoo, da hatte ich dann hinten eine Matratze drin und dann habe ich da drin geschlafen, egal ob ich jetzt auf dem Open Air oder sonst wo war. So, und dann habe ich dann, bevor ich diese Karten gehabt habe, die letzten 2-3 Tage habe ich so gedacht, ach, ich würde da so gerne hin. Ja, aber, Leute, ihr wisst ja, Geld. Oh, wo ist das Geld? Es gibt halt nur das für die Miete und so. Naja, und dann habe ich so gedacht, ist ja Darmstadt, ne? Das ist so weit weg. Und dann habe ich so mir gesagt, so, mir im Gedanken so, ach, scheiß drauf, ich schlaf auch wohl ins Auto, wenn ich dann irgendwie hinkomme. Ja, jetzt habe ich 2 Karten. Yeah, also ich freue mich schon dahin. Also ich werde auch die Kamera mitnehmen und die andere Kamera. Ich werde einiges mitnehmen. Ich werde dann auch da filmen. Das verspreche ich euch. Und ich hoffe, dass ich die Leute sehe, die ich gerne sehen möchte. Ich freue mich schon. Wow. Ja, ich freue mich. Also das ist mein Herzensverlag sozusagen. Ein Schirner-Verlag. So. Ah. Ich bin ganz außer Puste. Also ich bin voll glücklich. Voll außer Puste glücklich. Oh. Und mein Hund spinnt. Also nein, mein Hund spinnt nicht. Der ist total eifersüchtig auf euch. Ne? Der jault hier die ganze Zeit rum. Der kann nicht mich reden hören alleine. Der denkt dann immer, ich rede mit ihm. Und wenn ich dann mit ihm kuscheln möchte, weil er ja auf meinem Schoß kommt. Ne, Jeko? Dann ist er auch nicht ruhiger. Ne? Setz dich mal hin. Es ist genug hier. Zeig dich mal. Ist jetzt genug, hinlegen, schlafen. Um diese Uhrzeit, ne? Wir waren gerade Gassi, jetzt ist aber genug. Leg dich hin hier. Mach dich. Na, ist egal. Oh, furchtbar. Mama darf sich nicht freuen. Ne? Da muss der Hund da sein. Hey, nicht an die Tasse tun. Jetzt ist genug, ne? Ja. Schlimmer Hund. Lieber Hund. So, das wollte ich euch nur gesagt haben. Und vielleicht kommen die nächsten Tage doch noch mal ein paar Videos wieder. Ach ja, und dann habe ich... Ich habe was geschenkt gekriegt. Ich habe was per Post bekommen. Ein Buch habe ich geschenkt gekriegt. Ja, das wollte ich auch noch gesagt haben. Ich meine, hallo... Ich bin gerade nicht nur ein Gewinnspiel mache und gewinne irgendwas, sondern krieg auch was von lieben Menschen zugeschickt. Und das ist hier ja das kleine Wörterbuch der Gebärdensprache. Und da lerne ich dann halt genauso fleißig weiter wie mit dem ganzen Kurs. So, jetzt wollte ich nochmal berichtet haben sozusagen. Habe ich nicht schon gesagt, schönen Tag noch. Und lasst euch gut gehen. Ach, schöne Zeit. Ach, naja. Bis dann. Ich mache jetzt Schluss. Mein Hund will ins Bett.